Dann machen wir das einfach so. Und dann wird's einspurig. Ab dem Punkt hier. Weil sonst wird's... Also es ist schon gewiss machbar, aber nicht in der Art und Weise, wie wir es gebrauchen könnten. Und jetzt heißt es ein wenig spielen mit dem, mit den Höhen. Weil das kann jetzt ein Weilchen dauern, bis wir am Ziel sind. Was habe ich mir da vorgenommen? Nur wieder ein Haufen Blödsinn. So sieht's aus. Aber wir kommen gut hoch. Das bin ich glücklich. Wird schon ein Weilchen dauern, bis man oben ist. Aber es geht. Wenn ich jetzt noch... Ja, hier irgendwie... Ja, denke ich, das kommt gut. Wir machen also... Da ein wenig flach, damit wir einen halbwegs vernünftigen, gescheiten Terminal hier hinkriegen. Weil wenn dann... Wir können nicht viele Züge, deshalb muss der... Warte, würdest du jetzt bitte den richtigen Punkt wählen? Müssen wir halt einen entsprechend großen Zug für die Fahrt haben. Eigentlich den. Bitte. Spiel. Ja, das dauert immer bei den Bahnhöfen ziemlich lange und ich darf nur nichts klicken oder machen, weil sonst ist es ziemlich schnell, ziemlich weg. Gut. Maximum 320, zwei Gleise reicht vollkommen. Standard, Standard. Oberleitung, Base-Typ Tracks. Güter, Small Old City New, passt eigentlich. Gut. Jetzt lädt es mir natürlich wieder den Bahnhof zuerst. Ah,
Gut, verzeiht, wenn ich mal kurz still war. Aber ich, mein Bruder hat mir noch geschrieben wegen der Pride. Okay, das ist doch noch ein Stückchen weiter unten, als dass ich's vermutet hätte, wenn ich jetzt das einfach mal böse anschließe. Würde es gehen. Wie sieht es mit dem Viadukt aus? Also ich muss sagen, ich habe schon Schlimmeres gehabt. Ich habe deutlich schon Schlimmeres gehabt. Was ich machen würde, ist... nein. Noch einfach mal ein bisschen hier raus. Dass es einfach ein bisschen mehr Fleisch dort vorne hat. Weil dann würde ich einfach hier noch... Genau. Dann machen wir damit Fake-Wagen uns die Sache zugute. Da würde ich jetzt einfach mal Signal und dann ist einfach hier noch Signal. Gut. Weil ich denke, das kommt einfach halt wirklich besser. Cargo, Zug, Zug, Linderhof, Wasser. Genau. Dann in Hogwarts habe ich keinen. Bad Berker bringt nicht. Ich mach's über Boden. Kommt wahrscheinlich am besten. Also 23 habe ich. Ich hab's elektrifiziert. Zugkraft. Okay, die ist einfach wahrscheinlich so cheatmäßig drin. Würde ich mir jetzt ganz schwer vermuten. Kapazität. Ich brauche Wasser. Einfach mal, das ist ja bei den Tankwagen. Genau hier. Demo vollständig gefüllt. Dann noch Dieselchen. Bitte Linderhof Wasser. Dann fährt er schon mal gemütlich in unsere Richtung. Dann kann ich eine Wasserschifffahrt. Wasserschifffahrt. Ja, fährt sie auf dem Wasser oder wassert sie Schiff? Ja, ich würde sagen beides. Und dann können wir das Wasser von hier rüberfahren. Plus noch einmal hier rüber, ne? Also ich fand's schon geil, von hier rüber transportieren, aber es hat einfach wirklich einfach die Straßen verstopft. Du musst bei so vielem einfach direkt den Wasseranschluss bringen. Wäre eigentlich fast schon besser, wenn ich's von hier oben direkt liefern lasse. Also gar nicht mal groß Wasser versende, außer jetzt für die Brauerei, da würde ich das machen. Aber für die Fruchtsaftfabrik
würde ich das sagen, direkt anschließen. Jetzt mal runter. Da fehlt mir noch die Lichter. Jetzt geht's. Genau, dann fährt er hier. Ja, da fährt er. Da muss er einmal kurz ein wenig sich zusammendrücken. Das passt. Jetzt ganz genau, jetzt ist es wieder dir. Genau, dann stimmt's wieder mit den Fahrtrichtungen. Kann er hier noch rüber? Genau, dann stimmt's halbwegs mit der Linienführung. Und beim Rückweg passt es. Wunderbar. Gut, dann muss ich schauen. Das wäre Cargozug. Linda. Hof Wasser 02. Da einmal laden. Genau, beim 2. Wasser, laden bitte und entladen. Wunderbar. Jetzt mal schauen, wo sich der Monsieur versteckt hat. Der ist zu. Gib mir mal bitte die Fahrzeuge. Da ist der eine. Wow, ist der schon so weit vorne? Nee, kann doch nicht sein. Also die sind immer schön voll, das passt. Wo hat sich dann der vom ersten hin verkrochen? Ach, der ist nicht... Ja, stimmt, der geht ja vorne durch. Ich würde bei dem Fahrzeugverwaltung den kopieren bitte. Den zweiten Wasser 02 setzen. Vielen Dank. Das sind schon mal zwei Wasserlinien. Und der fährt da 1A mit 160. Passt. Der fährt jetzt hier hinunter, unten durch, dann rüber, rauf. Genau, dann hätte ich mal Wasser zweimal.
dann bräuchte ich eine Güterwasserlinie von hier. Auch hier, mehr nicht. Das stimmt hier. Und der hier bitte. Gut, das passt auch. Das wäre Cargo wieder, wieder einen Zug, wieder Erbmühle, Wasser. Gut. Dann passt das. Dann kann ich... Ja, warte mal. Wenn wir den... Fahrzeugverwaltung, bitte kopier mir den und sende mir den Erdmühle auf die Wasserroute. Dann ist schon mal hier alles zusammen für Bier. Das ist gut. Dann bräuchte es Wasser für hier. Das könnten wir theoretisch abzweigen von hier nach da. Von hier wird es ein wenig too much. Und von hier eigentlich auch. Es könnte gehen, aber es wäre too much. Dann hätten wir eine Schiffverbindung. Das wäre Cargo, Schiff, Erbmühle, Wasser. Du lädst mir aktuell nur Wasser ein. Und du lädst mir nur Wasser aus. Kaufen, Kapazität max. Ja, da würde ich sagen, zwei reichen. Und hier in dem... Mal wieder auf die 2, einmal auf die 3, dass es mal ein wenig differenzierter wird. Irgendwie so russische Ölgastanker dürfen das sein. Vermute ich, wissen tue ich wie so oft gar nichts. Aber es sieht mal so aus. Und die Kapazitäten des Wassers lassen jetzt auch nicht gerade, also lassen sich sehen, muss man sagen. Das Tor kaputt, das kaputt, alles kaputt. Schiffe auch kaputt. Und was ist ihre Höchstgeschwindigkeit? 31. Ja, das ist ordentlich für ein Schiff. Und da, weil sie jetzt nur noch auf zwei Waren spezialisiert sind, können sie viel ergiebiger dann einfach hin und her schnellen, wie es ihnen gefällt. Ich mache schon wieder Musik an. Was hatten wir noch nicht? Glaubst du, den hatten wir heute noch nicht? Jetzt habe ich einfach mal Rock angemacht. Aber Rock ist halt sehr breiter Genre, also lassen wir uns überraschen. Da die Zwillingsschiffe. Sehen wir den Kollegen Schuh. Linderhof Wasser, ja, das ist der erste Wassergenosse, den wir gekauft haben. Zwei weitere sind für zwei weitere Linien schon unterwegs.
Bam, 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 bam. Jetzt möchte ich kurz mit dem mitfahren. Einfach, ich brauche das manchmal, dass ich einfach so das mitfahren lasse. Oder mich mitziehen lasse, besser gesagt. Einfach aus dem einfachen Grund, okay, ich sehe, okay, ich komme dort an. Ich sehe, okay, es funktioniert. Weil wenn ich immer irgendwas mache, 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 dann habe ich immer so die Befürchtung und Ängste, dass ich viel verpasse. Dadam, dam, dam. Da-da-da-da-dam. Da-dam. Da-da-dam. Ja, komm, komm, jetzt kannst du wieder zeigen deine Kraft. 90.000 Kilonewton. Das muss jetzt aber zackig kommen. Den Geschwindigkeitsaufbau. Du. Ah, ich genieße das. Aber es tut... Also, ich habe es ja schon mal gesagt, aber ich muss es einfach für mich auch wiederholen. Es tut gut, dass ich alles an Güterzuglinien niedergerissen habe und jetzt nochmal systematischer aufbaue. Weil ich wusste, dass das manchmal so ein wenig von da nach da, aber ich habe es bei weitem unterschätzt, wie sehr das nach hinten losgehen kann. Das, wie viele Waren da plötzlich dann mit irgendwas transportiert werden, wo du keine Ahnung mehr hast. Wieso geht das zuerst einmal um die halbe Welt, obwohl du eigentlich den Zug nebendran nehmen hättest können und in wenigen Sekunden dort angekommen wärest? Was ich auch genial fände, wenn man eine Funktion einbauen könnte, flippe den Zug. Also wenn du vor und zurück gleichermaßen fahren könntest, auch mit Güterzügen, dass du einfach sagst, okay, wende Funktion an, wende Funktion aus, und wenn er halt bei einer Bergfahrt wie hier, bei der dann Verkehr, also in meinem Sinne verkehrt wäre, also die Lok müsste talwärts stehen, der Steuerwagen müsste bergwärts stehen, dass du einfach mal kurz klicken kannst, der Zug flippt sich 180 Grad, aber nicht, er fährt dann in die entgegengesetzte Richtung, sondern einfach, er wird gespiegelt, damit im Sinne dann der Zug richtig steht am Schluss. So, jetzt sind wir dann gleich in Linderhof eingetroffen. Hier noch zum Teil auf der S-Bahn-Trasse. Jetzt kommt dann hier der Spaghetti-Lauf und dann ist da unsere erste Wasserroute schon wieder auf ihren Trassen und kann fahren bis zum geht nicht mehr. Bam 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 bam. Ere, wir. Warte mal. Etwas möchte ich jetzt kurz schauen. Un momento, por favor. Das muss ich kurz mal bei der anderen Linie schauen. Der hier. Wenn... Ich muss mal in die Linienverwaltung.
dir hier. Ja, genau. Dann geht er nicht durch den Bahnhof. Das ist mir jetzt gerade noch so aufgefallen. So, geht das? Wenn ja, dann wäre das geiler. Weil ich habe es mir gerade bei der E44 gedacht. So, warte mal, auf welchem Gleis fährt die ein? Und was hat das dann für Auswirkungen für mich? Bam, 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 bam. Gut, jetzt ist da mal der erste Zug, der erste Streich ist angekommen. Der muss sich jetzt genau in diese Parklücke hineinzwängen, ne? Warte mal, Wasser, du gehst. Tja, nice. Wo ist. Warte mal, ich. Das wäre jetzt Terminal 2, ne? So. Passt ein bisschen besser. Bissl. So, jetzt der Zug auf seiner neuen Heimatstrecke, der dann Wasser um Wasser um Wasser liefert nach unten. Weil die können 2700 Tonnen oder Einheiten an Wasser mitnehmen. Ja, Liter eher weniger, weil ich glaube schon ein Kesselwagen würden mehr als 2700 Liter reinpassen. So gefühlsmäßig. Und da ist es halt einspurig. Also ich könnte es sicherlich noch auf zweispurig erweitern. Aber wie viel Sinn macht das dann? Mal schauen, da sind. Eigentlich müsste ich bei dem die Kapazität erhöhen. Ne? Ich muss das beobachten. Also ich, wahrscheinlich wird sowieso am Ende draus hinauslaufen, dass so ziemlich viele bis alle Einheiten, die Cheatwagen kriegen werden, vermute ich. So, das mal aus, dass es ein wenig weniger zu berechnen hat. Und einmal da. Wahrscheinlich werden wir den anderen Kollegen hier sehen, sobald wir runterfahren. Genau, 1 und 2. Und der 1er ist noch nicht bedient, ne? Oder der 1er ist noch nicht bedient. Oh. Ja, dann mal sehen. Eigentlich müsste es, ja. Habe ich das nicht? Wasser und Schiff, Wasser. Also Wasser geht ja hier, das und das ist ja verbunden, das mit dem ist ja verbunden und von hier bis hier, das ist verbunden, weil hier dementsprechend viel Wasser noch steht, ne? Verstehe, dass es dadurch dann nicht gerade viel ist. Wie viel steht bei dem Kollegen? 409. Kommt keine Kohle?
Es ist wie nur eine. Und zwar hier. Bin ich noch nicht der Freund davon? Vielleicht müssen wir da nochmals ein wenig aufbrechen. 840, also von dem her würde es ja schon gehen. Und da fehlt mir halt einfach schlichtweg nur Kohle. Und der Rest geht ja und funktioniert ja. Ach, der ist runterfahren und pausiert, weil speichern. Das ist das, was mich eigentlich jedes Mal am meisten verwirrt und auch am öftesten schafft, mich zu veräppeln, wenn ich nicht realisiere, das ist ja nur speichern. Hä, wofür? Ach, das, ja. Der kann natürlich, der ist jetzt hier runter, geht hier rüber und geht dann über Muro dann rüber. Ja, es gibt viele Wege, die nach Ziele führen. Es gibt viele, viele Wege. Also Barnwitz ist ja auch schon groß geworden, ne? Müsste ich dann auch schon mal schauen, wie das dann aussieht mit dem Ganzen. Okay, wie bringst du das dorthin? Nein, komplett falsch. Was ich sagen wollte, ist, Busse, Trams, passt das noch oder passt das nicht? Jetzt ist er bald hier oben, ne? Bald ist er hier oben. Genau, da hätte ich nochmals ein Stahlwerk. Das wäre eine Kupfermine, das darf ich dann nicht verwechseln. Aber zuerst würde ich schon gerne sehen, dass irgendwo das Wasser fließt. Wo ist der andere Kollege? Ah, der kommt jetzt, der fädelt sich jetzt hier ein. Was für eine Taktrate habt ihr? 6 Minuten. Dann würde ich sagen, gebe ich dir... Wo hast du dich versteckt? Da. Hier. Du bist... Einmal fest. Einmal so. Einmal fest. 5 Minuten. Du bist Cargo Zug Wasser 01. Ah, das ist das falsche Tool. Hier Cargo Züge Wasser Linderhof 01. Und bitte mir einen Takt von 6 Minuten. Linienverwaltung ist hier oben. Ja, dann warte mal, dann mach mir keinen Takt, mach mir den Takt und 6. Dann passt es besser. Dann kann er hier oben warten und dann sollte das eigentlich gut kommen.
sind 180. Du kannst 300 liefern. Da wird es definitiv mehr brauchen. Jididim, jididim. Also wenn ich noch nicht, also ich hoffe, ich muss nicht noch mehr Wasserlinien hochbringen, weil sonst wird das richtig, richtig knapp. Bam, 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 bam. Komm, fahr mal mit. Gut, wir können weiter. Ich hoffe, der triggert bald mal. Der andere Kollege. Und dafür müssen wir wahrscheinlich zuerst mal Bierproduktion ankurbeln. Oder habe ich irgendwas in der... Habe ich zum Beispiel hier... Nein, ich fange mit der ersten Linie an. Diese Linie, schau mir, zeig mir. Also, Linderhof ist unten, oben. Okay, deshalb stimmt es nicht. Dann Schiffwasser. Laden, entladen, passt. Cargo, Wasser, Erdmühle, ne? Bei Zug, Erdmühle, Erdmühle, Wasser. Hä? Das wäre... Ah nein, aber ich brauche... Da. Na, da habe ich noch nicht mal eingestellt. Uiuiui. Das heißt laden, entladen, dann passt das. Und jetzt müsste für, ja genau, jetzt kommt auch Wasser. Eben, lieber dann richtig anfangen, als einfach nur denken, ja, ich habe das schon richtig gemacht. Weil dann hast du es definitiv nicht richtig gemacht. Lieber einmal von vorne bis hinten kontrollieren und schauen, dass es wirklich gepasst hat oder wirklich nicht gepasst hat. Gut. Der ist ja bald oben. Dann wird man ihn loben. Ist er dann unten? Ist er verschwunden? Ja. Gut, und danach geht's ja eigentlich an die Bierverteilung, die wir dann brauchen, damit auch die Endprodukte verteilt werden. Wassertank, 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 Wassertank. Wow. Aber wirklich einen Schnellschuss, ne? So, so bin ich schnell. Wie viel Wasser trägst du? Ich glaube, das liegt irgendwie an der Einstellung der Lokomotive, dass die so 90.000 hat, dass da einfach dann so Haftung und Beschleunigung einfach so wumm
Aber sobald sie erfährt, sieht es ja halb so schlimm aus. Also da haben wir ja noch Glück. Also das funktioniert, die ganze Route bis hier funktioniert. Dann möchte ich in Sulzheim gerne das Bier verteilen. Dafür brauche ich den Kollegen und die Haltestellen. Ich möchte eine neue Linie, die von hier aus. Kannst du mir bitte das wieder anzeigen? Das ist der einzige, den du nicht fixieren kannst. Nein, ich. Okay, Fässer sind vor allem in der unteren Gegend. Bam, bam. Einmal hier, einmal da, einmal so. Ja, irgendwie fahren die, ne? Dann haben wir Cargo, LKW, Sulzheim, Bier 001. Kollege, Kapazität, es bleibt wunderbar. Es ist ja eine Stadtbelieferung, also kann ich auch da die einzelnen. Weil mir die gerade genug gefallen hat, aber ich würde drei. Wird jetzt nicht gerade viel. Genau, hier. Viel lohnt sich jetzt. Ja, zwei hätten wahrscheinlich auch genügt, aber ich mache jetzt mal drei. Und dann kann jetzt mal das erste Bier produziert werden. Abnehmer Sulzheim, wunderbar. Jetzt Wielandsheim. Frage ist halt. Und das ist halt wirklich jetzt eine Frage. Wollen wir das direkt mit LKW hier verteilen, damit wir die kleinen Bier, ich würde sagen, eigentlich bis hier würde schon noch gehen mit LKW, ne? Also, wir machen eine neue Linie. Die startet auch von hier. Die kriegt noch den. Und Alter, sind das Züffel geworden.